Man fragt sich jetzt, warum ist die bundesweite Plattform KI Campus, die Online-Plattform eigentlich jetzt, in einem regionalen Hub hier in Heilbronn aktiv? Die Frage ist ganz einfach und wunderbar zu beantworten. Hier in Heilbronn entsteht ein großes KI-Innovationsökosystem. Und was braucht man für ein funktionierendes KI-Innovationsökosystem? Man braucht hier KI-Kompetenzen, KI-Wissen, und zwar von der Breite bis hin natürlich dann auch in spezialisiertes Wissen. Und da sind wir als KI Campus perfekt, weil wir wunderbare Lernangebote haben rund um künstliche Intelligenz. Was wir jetzt hier in dem regionalen Hub tun, ist ganz klar im Dialog zu sein mit den Akteuren hier vor Ort, mit dem Ohr an ihren Bedarfen zu sein, um dann unsere Lernangebote auch nochmal entsprechend weiterzuentwickeln, also bedarfsgerecht und anwendungsorientiert, um auch mit weiteren Veranstaltungsformaten, wie zum Beispiel dem University Future Festival, nochmal KI-Wissen hier in die Region zu bringen, auch von extern, von anderen Regionen, also hier zu vernetzen. Und dieses Wissen, ja, hier ein KI-Bildungs-Innovationsökosystem aufzubauen, wie das geht, das wollen wir natürlich dann auch in andere Regionen transferieren, also um auch andere, in anderen Regionen KI-Bildungs-Innovationsökosysteme aufzubauen. Mir hat das University Future Festival extrem gut gefallen, hier in Heilbronn, direkt vor Ort, aber auch im digitalen Raum. Wir haben wahnsinnig viele Akteure hier in der Region zusammengebracht, also wirklich von der Schule, aus dem politischen Bereich, aus den Hochschulen, in der wissenschaftlichen Bildung, auch MittelständlerInnen haben wir hier zusammengebracht, sind gemeinsam in den Dialog gegangen, wie wir den Standort weiter nach vorne bringen können, vor allem mit KI-Bildung. Das hat mich total überwältigt. Und natürlich auch die tollen SpeakerInnen, die wir dabei hatten. Ja. Über Alois Krittel vom ARIC aus Hamburg, über Jonas Andrulis, Aleph Alpha mit den wahnsinnig wichtigen Erkenntnissen aus den letzten Tagen ja in der Weiterentwicklung von generativer KI. Das ist das, was uns hier, mir hier, riesen Spaß gemacht hat. Und das zusammen mit einem richtig tollen Team des KI Campus. Was wollen wir mehr? So kann es weitergehen.